Hi, so, es geht weiter mit Türchen 13. Juhu! So, das tue ich mal hier zur Seite kurz. Oh mein Gott. Gucken wir mal. Ich lege hier direkt los, ne? Das fühlt sich ganz verdächtig nach einem Squishy an. Oh mein Gott. Hier ist der süße Pinguin. Da. Der ist so süß. So niedlich. Ich glaube, das könnte ein Squishy sein. Oh, die Eule. Die ist ja auch mal ulkig. Na? Gucken wir mal. Oh ja, ich hatte recht. Ich hatte recht. Ein Squishy. Sieht mir irgendwie. Soll das eine Katze sein? In diesem Bart hier so. Könnte vielleicht eine Katze sein. Dankeschön. Ah, es geht ja so das Gerücht rum, ne? Was heißt Gerücht? Also das steht einfach fest, dass die Squishies ja schädlich für die Gesundheit sind. Ja, ich weiß. Es gibt so viele Dinge, die gerade auch wir Bastler haben, die nicht so ganz gesund sind. Dieses ganze Plastikgedöns und Tüten und was weiß ich nicht alles. Aber ich weiß ja nicht, inwiefern diese Squishies diese, ich sag mal, Dämpfe ausstrahlen oder von sich geben, wie auch immer. Ich habe davon keine Ahnung. Ich war schon am Grübeln, ob ich meine Squishies verschenke. Mal wegschmeißen ist auch irgendwie doof, aber. Sowas zu verschenken ist ja dann auch blöd, wenn es eigentlich schädlich ist oder so. Ja, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht, was ich da machen soll. Oh, zum Beispiel jetzt den ich mal von Swantje bekommen habe, den würde ich natürlich behalten, aber. Ah, ich weiß es halt nicht. Das ist so schwierig. Inwiefern ist es jetzt wirklich gefährlich? Ich meine, dass man jetzt nicht drauf rumkaut, ist klar, das ist dann halt für Kinder gefährlich, ne, wenn die da das im Mund nehmen und so. Aber ich weiß ja nicht, wie das ist, wenn man das einfach weiter weg von sich stehen hat, ob das so in Ordnung ist. Weil man fasst die ja nicht ständig an, ne? Ich habe keine Ahnung. Okay, das zu dem Thema. Tanja, vielen lieben Dank dafür. Oh Mann, jetzt habe ich aber hier was rausgeholt. Ja, das hat mich in letzter Zeit so ein bisschen, ja, beschäftigt irgendwie. Aber gut, wenn man damit anfängt, dann sollte man auch bei anderen Dingen gucken. Aber ach, egal. So. Ja, Steffi, was hast du getan? Jeden Fall, wir erinnern uns. Da hat sie mir, war das gestern? Ich glaube gestern, ne? Oder war es vorgestern? Da hat sie mir zwei, drei Stück von diesen Schachteln eingepackt. Und auch hier mit diesem Fenster. Ja, und da sehen wir, da hat sie das richtig schön hier dekoriert. Das habe ich schon beim Auspacken bewundert, wo ich das alles aus dem Karton geholt habe. Und das Ding ist ziemlich schwer. Ich habe keine Ahnung, was da drin ist. Sind da Steine drin? Jedenfalls ist das voll süß und dann auch noch mit einem Hund. Ein Schneemann mit einem Hund. Also geht es noch schöner. Ah, oh, es ist so schön. Und hier klebt auch noch ein Schneemann. Ja, die. Oh Gott. Die Box. Ja, hast du wirklich ganz toll gemacht. Ich brauche mal hier meine Schere. Ja, ich habe keine Ahnung, was da drin ist. Das Teil ist auf jeden Fall ziemlich schwer. Vielleicht ist da ein Deko-Teil drin oder so. Was irgendwie so schwer ist. Oh, da ist schon was eingepackt. In Bubbelfolie. Oh Gott, was ist denn das? Oh. Oh, mein Gott. Das war kurz so hin. Oh. Steffi. Oh, mein Gott. Jetzt weiß ich, warum das so schwer gewesen ist. Da hat sie mir hier so. Wie toll. Davon habe ich auch eins, aber mit Geister. Oh, wie cool. Oh, Steffi, meine Güte.
Ah, das ist toll. Ja, die gab es beim Kick. Die finde ich richtig klasse. Also ich habe davon das mit den Geistern. Ja, das ist richtig toll. Das sieht echt schön aus, wenn das leuchtet. Dankeschön, Steffi. Oh nein, ich diese Glibber-Glibber-Dinger. Und wir haben hier eine Katz. Ich lasse das mal da drin. Ich kann sowas immer so schwer anfassen. Guck mal, wie süß. Wupp, wupp. Wupp, wupp, wupp. Ah, Steffi. Ich habe davon noch, glaube ich, irgendwo einen Hasen. Glaube ich. Ach, Gottchen. Blablabla. Oh Gott, was ist denn da drin noch? Ah, das habe ich. Aber das ist überhaupt nicht schlimm. Obwohl, Moment mal. Habe ich das hier gerade zufällig irgendwo? Oh Gott, meine Washi-Schublade ist ganz chaotisch. Aber ich meine. Ach, und selbst wenn ich das habe, ich meine, ne? Es ist überhaupt nicht schlimm, wenn man sowas doppelt hat. Ja, da kann man dann hier auch was reinschreiben. Das ist richtig toll. Dankeschön. Das ist voll cool. Ach, habt ihr euch abgesprochen? Du und Tanja. Jetzt habe ich das nochmal. Ja, cool. Vielen lieben Dank. Er ist ja auch zuckersüß, ne? Dann. Oh, das sind doch diese. Ich vergesse immer den Namen. Okay, hier steht jetzt Glasperlen, aber die nennt man doch auch anders. Rokallperlen oder so. Ja, die benutze ich ja gerne für, ne, Schüttelsachen. Steffi, danke schön. Ja, wir Schüttel-Schüttel-Freaks, ne? Ach Mensch, da ist ja noch was drin. Was ist das? You got it done. Ah, okay. Best day ever. Ja, mal gucken, ne? Wofür man das benutzen könnte. Mein Gott. Oh, entschuldigt bitte. Ja, vielen lieben Dank. Mein Gott, voll die Washi hier. Washis. Ja, und hier nochmal dieses schöne Gläschen. Tu das mal wieder so. Plups. Ach Mensch. Katz. So. Dann haben wir hier. Oha. Boah. Ich leg das mal kurz zur Seite. Ah, oh, eine Hexe mit Sternen, Fledermäuse. Das ist ja auch schön. Ja, cool. Oh Mann. Oh, Steffi, was hast du denn da alles eingepackt? Hier haben wir nochmal so Glibberdinger. Ein Bärchen. Ja, so einen habe ich mit dem Hasen. Habe ich, glaube ich, mal von Elisabeth bekommen. Kann man das erkennen überhaupt richtig? Ja. Das Licht ist ja hier ein bisschen doof. Blub, blub. Hier sind die Ohren. Och Gott. Und noch ein Bärchi. Nee, das ist ein Schweinchen. Oh Gott, ein Bärchi. Ich bin auch so ein Bärchi. Süß. Ein Schweinchen. Blub, blub, blub. Die sind schon irgendwie süß. Aber ich weiß nicht, wo ich die hintun soll, irgendwie. Ich habe mal gesehen, dass sie irgendwie aufs Handy oder so gelegt werden. Das finde ich irgendwie seltsam. Ach, hier haben wir nochmal Washi. Eine fröhliche Wolke. Ja, das ist zuckersüß. Dann haben wir hier das Wimpel-Washi. Ich hoffe, man hört das gar nicht. Meine Wackelmännchen, die tanzen gerade. Und hier mit Punkten. Oh, danke schön. Meine Güte, so viel Washi. Tue ich mal wieder hier so rein. Plupp. Meine Güte. Und hier haben wir noch mal eins mit Fledermäuse. Und noch mal. Nein. Das ist doch. Ist das ein Eisbär oder so?
Die sind so ulkig. Oh mein Gott. Was ist das? Was ist das? Also Gudetama ist es schon mal nicht. Vielleicht eine Robbe oder so. Oh, Steffi, nochmal Washi. Also. Oh, das ist aber auch interessant hier. Cool. Ach, das hier wieder. Das gehört ja zu diesem einen Set mit den Tierchen mit den Ballons. Und. Oh. Ui. Das ist ja auch cool. Das geht gar nicht ab. Das ist ja cool. Dankeschön. Wow. Oh mein Gott, Steffi, du hast ein bisschen übertrieben, ne? Vor allem hier vorne die kleinen Füßchen. Verrückt. Die sind schon echt ulkig. Ja, ich habe die schon sehr oft bei Ali gesehen. Und ich glaube auch bei Wish. Ich weiß es gerade nicht. Ist ja auch egal. So, plups. Kommt wieder hier rein. Ja. Ihr Lieben. Ach, die Box ist echt schön. Gucken, ob ich die mal aufbewahre. Dann kann ich die vielleicht irgendwie mal benutzen. So, ich danke euch. Oh Gott, jetzt wirft das hier voll in den Schatten. Ja, ich danke euch beiden für die süßen Türchen. Miep, 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 miep. Ja, ich bin mal gespannt, was mich morgen erwartet. Wir haben ja noch ein bisschen haben wir noch. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Euch beiden vielen lieben Dank nochmal. Ja, dann würde ich sagen, bis morgen.